Nachrichten schreiben vom Server aus direkt. Ich kann Geht hier. nicht, Aircon ist hell. Nö, geht nicht. Kommt nichts an, habe ich vorhin getestet. Ziemlicher Crap. So, Granaten sollten sie verpassen. Sehr komisch, warum sich das verstellt hat. Ich hatte es wirklich eingestellt eigentlich. Na gut. Klüh schon wieder mit den Doubles. Na, Banane Headshot direkt. Bedrängnis. Kai macht aber den Frag. Das ist auch nicht der rennt da alleine mit der Bombe zum MG-Lab vor. Das Ja, ist ist ein auch Schwachsinn. Fall Holz eigentlich. Dumme Und Scholler gleich noch mit raus. einem HP. Macht da zwei. Der Können Boot Sie aber noch holen? direkt Der eine zielt Support. hier Ulo. Ja. Dann geht's mit dem Refake und Klüfer mit da oben. Pistol für Thermatake. Setzen hier so mit ihren Run ein bisschen fort. Nehmen das Momentum von Inferno, von Mirage mit. Gut, jetzt habe ich irgendeinen Bug und kann nicht mehr die Leute wechseln. Ja, Tab drücken. Dann ist es wieder da. Hatte ich halt auch schon zur Genüge. So, guck mal, Kai schon Banane unten. Aber allein oder wenn er down geht? Ja, Chemo kann trotzdem verschieben. Jetzt können sie viert den A halten. Er kann ja früh genug ansagen und mindestens ein, zwei Leute mitnehmen. Passt schon. Slamdunk eine komische Pose da. Könnte sich auf jeden Fall eine Denkt er? defensivere suchen da im Friedhof oder so. Also kann er schon gut und gern mal Headshot kriegen. So, Mitte fallen aber die Frags. Sorry, dass ich da nicht drauf war. So, die Götter noch kein Geld, wirklich. Oh, die Rush-Deko. Wird gut reingehalten, gut, Kai. kann er mit 90 durchdrücken. Alter. Noch zur Stelle, nimmt noch einmal einen mit HE, Mate schiebt auf und CD Base. Eine Banane unten, Anna. Wieder auf. Einfach reingehalten. 3-0 für TT. Bin gespannt, ob wir die Habe wieder bei. Ach nee. TT hat eine Habe. Ah, dieser eine Typ ist weg, der die Habe gespielt hat. Wie ist er nochmal? Keine Ahnung. Irgendwas mit R. Glaube ich, Rajish? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schon wieder vergessen. Aber haben trotzdem beide Teams eine Arme. Predix hat einer. Aber Kai mit First Track Banane. So, wird er zurückgedrängt. Doch weiterhin allein die am B. Doch ganz gut die Mitte offensiv gedeckt. Beide gebankt. Gibt's auch den ersten Molly von Klü. Eine Was? Minute ungefähr. Hier ist zu dritt, falsche Mitte. Gehen jetzt Mitte hoch. Klü hat zu tun. Ekelhafte Pose auf jeden Fall. Klüs macht 3. Klü hat ihn gesehen, Klü macht's 4-0, also schöne Verteidigung von Dragons. Die Götter sehen hier gerade gar keine Schnitte.
Kai wieder am B, zusammen mit einem Mate am Spot. Oh, Klüfer wirft die den Molotov. Er muss so kommen. Alles abgesprochen. Ja. Also Action aus Seven. Ist Spidey auch jede Runde LMS gerade schon? Wer? Ja, Spidey, der war so, irgendwie Spidey, ja. Vorhin schon immer LMS und jetzt wieder. Naja, ist halt der krasseste, ne? Ja, und lässt immer die Mates vorrennen. Kai Kemo am B. Doppel-AWP übrigens. Ein CTs, oder? Ja, mit Jules und Kai. Kai hat der First Contact. Gibt kein Frag. So, mit der 4 falsche Mitte. T ist sehr, sehr langsam. Jetzt geht's gleich wieder Mitte. Hier liegt noch eine Smoke. Wie verschießt. Ist aber auch ziemlich offen diesmal. Ja. Boah, ist das nicht wieder stimmt auch. Oh Mann. War man schneller richtig zügiger Go. Geht jetzt aber noch mit mega Geld. Mal schauen. Ja, ist safe, aber direkt. Wir also machen ja keine Anstalten, den Spot zu retaken. Ah ne, 4-4-Me war's. Der ist weg. Ja. Hat auch noch gelesen im Kommentar. Ja. Und Kai jetzt wieder schön Banane rein. Ja, finde ich gut, wie sie mit Kontrolle Banane spielen. Gibt ihnen natürlich die Möglichkeit, 4 am A zu stehen. Oh, jetzt verdient Kai das Duell. Mal sehen, ob sie es direkt spielen und Go machen. Kemo aber schon da. Ist Banane spielen ja auch nicht so gut. Du kannst im Auto praktisch von Thebes Molotov hinwerfen, ja. Können die CDs eigentlich kaum vorkommen. Ja. Ja, dann finde ich ziemlich leicht unterbinden auf der Map. Wir probieren jetzt einen Y-Boost. Leute, es geht. Die machen es aber völlig falsch. Ich bin auf so einer Backpose, die nicht mehr. Keine Ahnung. Kann man da echt was machen? Also in Go geht's schlechter, es geht noch, aber nicht mehr ganz so gut. In Source ging's mega einfach. Konntest du von da bis ins Dunkel gucken. Ach du Scheiße. Da stehen sie defensiv am Spot. Glüh hat er gut reagiert, vorher stand er defensiv, sehr offensiv in der Action, jetzt mal eine defensive Runde. Und es scheint auch aufzugehen. Geht's auch, 6-1, direkt die Folgerunde. Die T's, ah, es reicht noch zum Kaufen. Sieht nach B-Rush aus. Okay, muss schon blind. Ja. Kai drückt durch, holt 2. Schöner Molly von Kemo. Hört so mit dem Rush auf. Verschafft sein Metz Zeit zum Verschieben. Oh, Klü muss hinten auch. Banane schon von hinten. Ja, Klü hat hinten dicht. Also T ist komplett eingekesselt. Eine T schon low, können sie eigentlich sparen. Sparen können sie das nicht.
ist einer verbrannt. Hose nix. Mach mal. Muss ich irgendwie Pause-Able machen oder so? Aircon Pause. Pause-Able geht nicht mehr. Aircon Pause einfach. Ist es dann direkt an die Pause, ja, oder? Ja, direkt. Eigentlich Freeze-Time erst, aber passt. Ja. Auch so dumm irgendwie, der Befehl heißt irgendwie Aircon Pause, aber du kannst ihn auch ohne Aircon Passwort verwenden, das ist so... Ich kann jetzt keinen Chat mehr aufmachen, oder? Ach doch, da. So sinnlos. Ich kann nichts schreiben im Chat. Oh Mann, oh Mann. Kemo left the game, timed out. Ich hoffe mal, irgendjemand kann mir damit. Irgendwie wurde mal geschrieben, dass da keiner connecten kann, wenn Pause an ist. Ja, ist auch so, ja. Oh Mann, ey, das ist so kacke alles. Scholax auch runtergeflogen. Nicht, dass jetzt alle nacheinander droppen. Ja, Kemo wohl mit Internet-Timeout oder so ist jetzt hier auch raus. Ja. Ah, die Runde war jetzt schon gewonnen für TT, ja. 8:1. So, kann dir irgendjemand mitteilen, dass es weitergehen soll? Warte mal. Eigentlich. Ja, der, also Kimo ist wieder da. Soll ich mal ganz kurz Pause wegmachen und wieder rein oder so? Warte mal. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mir schreiben, wenn die ready sind. Ja, oder im Chat. Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Bei mir funktioniert er halt nicht gerade. Glaub nicht. Mach mal ganz kurz weg. Speedy schreibt Go. Der Rest. Ist da noch einer da? Beiden Teams fehlt da noch einer. Ja gut, die können halt nicht joinen, wenn Pause ist. Vielleicht sind die am Connecten. Ja, müssen sie halt irgendwie sagen. Yes, 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 GI. Könnt ihr mal Deutsch reden? Junge, Schwachsinn schreiben. Also muss ich halt auch nochmal raustappen hier. Demo sagt ready und die anderen haben ja auch ready geschrieben, oder? Also soll ich weitermachen? Ja, aber im Chat sehe ich nix. Ja, einer hat doch Go geschrieben. Achso, Danny hat Go geschrieben. Bei dir auch, also aus raus. Ich habe nur von Dani Bash und Predix und die sind ja im selben Team. Ja, der andere hat mir ready geschrieben. Ach, er hat dir ready geschrieben. Ja, ach, sag das doch. Hab ich. Oh, das ist ja... So, weiter geht's. Spielstand 7:1. Okay, da habe ich doch eine Runde
zu viel gezählt vorhin schon. So, wir sind wieder was falsch in Mitte. Oh, Bananen schon extrem aggressiv von Kai. Kann er gleich von hinten kommen. Kommt den ersten. Wo ist Kai? Sehr schön, wie sie aufräumen. Und am Haus der letzte Schiff auch. 8 zu 1. Keine Chance hier. Hatten die gerade Eco? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Ist? Ja. Ich glaube schon. Kodax hat halt nur 2-5 wegen einer Timeout. Die hatten Eco. Ja, gut. Jetzt haben sie auf jeden Fall gekauft. 8 zu 1 steht's. Weiter geht's im Programm. Geht schon wieder runter. Es ja, da kann man gerade einmal vernünftig abdecken. Boah, sie sind aber schon Rippen oben Mitte. Der Hess ist tot. Knie gut rumgezogen. Müssen sie jetzt aufpassen am Spot. Jetzt klein mit Bombe. Boah, schöner Split. Knie über Mitte unten. Und Slam Dunk über CD Base. Gibt es natürlich so viele Ecken, wo die T's jetzt stehen können. Ja, eigentlich fast selben. So viel Geld haben sie auch nicht. Dennoch. Warte mal. Knie ist Posi noch nicht bekannt. Jetzt einen leichten Frag kriegt. Ja, Slam dann geht weg. Ja, okay. Clue geht drauf, der andere geht saven, das ist... Ja, jetzt sollte Clue auf jeden Fall auch weg. Spätestens jetzt, wo er blind war. Na komm schon. Jetzt haut er ab. Ein bisschen spät, aber hat noch gereicht. Das Geld weg. Ich dachte, das kriegt man wieder. Ja. Verstehe ich auch nicht. Weil ausgestellt habe ich das ja nicht. Das wird ja immer das ist aber hart verbuggt irgendwie. Okay. Das läuft noch nicht so 100% durch. Hm. Naja, ist wie so alles gerade ein Go. So, diesmal stehen sie Banane ein bisschen defensiver. Felix schon im Döner. Eine dicke Smoke vor sich liegen. Trifft er gleich auf Clue. Und Clue verliert Cell. Sieht aber sehr viel HP ab. Ist noch on spot. Boah, sehr schön, wie sie Action da verteidigen. Ah, jetzt sterben sie doch noch. 2 gegen 2, aber ja, Chemo schon. Ja, Chemo schon mega schnell da. Bauen. Ja, wird abgeflasht. Kai überhält. Beide T ist relativ low, können sie machen einen. Bombe ist gelegt. Sand geflasht. Sehr schön. Und jetzt 1 gegen 1. Oh ja. Mit dem Reload. Er hat kein Kit. Muss auf Frag gehen. Und Dani Bash macht's. Dritte Runde für CS Götter. T-Track ist erstmal eine Eco. Direkt durch einer Kirche. Okay, keine Chance. Träume nur Banane. Durch ein Molliges geblockt.
TTC, die wollen nur noch Exit-Breaks. Kriegen die auch. Bisschen fahrlässig vielleicht von den TS. Die auch nicht so viel Geld haben. Ach, wollen wir jetzt auch die drei Maps, die drei Runden holen? Der dritten kommt. Über falsche. Kimo schiebt, Kairi mit Kontrolle an der Banane. Boah, Dani Bech extrem defensiv da unten. Nur auf Sound. Vielleicht aber runter, ne? Kai schleicht, können ihm vorbeischleichen. Boah, ne, jetzt zieht er rum. Dani ist rumgezogen in der Ecke. So, Kimo ist da. Jetzt gab es das Duell. Jetzt wäre B frei. Aber trotzdem sind schon viel zu weit draußen am A und sterben. Oh Mann, wenn sie das einfach mal noch länger warten, dann den Track und machen Bananen, dann B gehen. Jetzt kommen sie easy drauf. Weil dann immer einer allein nur steht. Aber das scheinen sie noch nicht verstanden zu haben. Ja, die legen sich irgendwie ewig. Läuft immer noch am Spawn rum, sucht eine Waffe. Schöner E von Kimo. Oder brennt ein Dach in der Mitte. Es gibt aber was. Bombe alleine, aber. Ach, Klüver am Hess. Alter. Gut umgezogen. Hess wird auch clear gehalten. Also, TD Dragons verteidigen wirklich gut, wobei man sagen muss. Götter machen sie noch einfach. Also wirklich, was spielen tun sie ja nicht. Die haben halt einfach eigentlich nur einen Aufbau und dann versuchen sie irgendwas zu machen. Sie haben nicht mal irgendwie am Haus irgendeinen Move oder so. B wird nicht spät gegangen, B wird nicht mal zurückgedrängt. Also kein wirklich gutes T-Spiel. Bein frei, jetzt oder? Können sie vielleicht mal gehen, ja. Ja. Jetzt geben sie auch Gas, endlich. Jetzt haben sie es mal verstanden. Irgendwo nimmt einen. Boah, er macht sogar noch einen. Oh Mann, die Bombe ist da. Von hinten. Boah, wenn sie jetzt noch weiter den Hof abflächen würden. Boah, sie zielen. Oh Mann, ist das gut. Wir kommen nicht an die Bombe. Klü jetzt auch von hinten. Klü gibt Gas. Sehr schön gespielt. 11 zu 4. TD Dragons macht großen Schritt nach vorn hier in die EPS. 5 Runden brauchen sie dafür noch. Die packt wieder die Duels aus. Wurde zurückgedrängt, das sind noch zwei Leute. Oh,
raus. Krass, Duell, 18 HP noch bei Danish. Dani Benish. Dani Bash, so rum. Seele mit Diegel. Boah. So, B jetzt frei. Also B kein T mehr, würde ich sagen. Geh einfach lang. So, ist jetzt durch. Er hat die Bombe auf dem Rücken. Vielleicht kann er auch legen gegen 18. Noch. Oh ja. Kommt auf jeden Fall zum Plant. Seele noch über ein Mitte. Ein CT noch low, kann er machen. Beide CTs low. Ja, Mitte müsste er jetzt hören. So, jetzt hat er 101. Bombe hat er Standard gelegt. Und Predix ist low, hat ein kein Kit. Oh, das muss er machen quasi. War doch jetzt 1-on-4 oder 1-on-3 oder sowas. Ist doch nicht schlecht. Ja, sehr schön. Slam Dunk macht's. Damit 12 zu 4. Waren das jetzt? Gegen 3 oder gegen 4? Gegen 3, oder? Ich glaube, es waren 3. Trotzdem. Das ist sehr schön. Machen. Ja, da war einfach auch jeder CT dann einzeln gestorben. Der CT, der da verschiebt, muss vielleicht zu seinem Mate eher gehen, zu den Rippen, um dann den Reflex setzen zu können. Ich meine, der T muss sowieso auf Frag gehen, sonst hatte wenig Chancen, die Runde zu machen. Dann ist es eigentlich am besten, als CT zusammen zu bleiben. Wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist. Ich werde probieren, sagen mit Diegel. Was ist das hier für komische Headshots sind? Die sehen seltsam aus, aber wenn man spekt. Die Runde müssen wir schon fast holen. Dann. Wenn sie noch eine Chance haben wollen, ja. Aber Seele hält sie im Spiel. So, da fällt noch einer. Jetzt die Smoke. Bombe kommt nach. Scholax auch noch einen. Jetzt geht's echt schon durch. CD ist noch tot. Auch. Da war es nur noch. Ach, Selim. Pulsi ist aber unbekannt. Oder hat er einen T gehört? Letzte Action. Wieder kein Kit. Boah, schade. 3 zu 4. Und die CTs haben noch kein Geld. Wir müssen auf jeden Fall nochmal sparen. Weil Seele hat 5-1. Beide 3 Kills und dann mit der P90. Ja. Wieder alles Diegels. Boah, da gibt's direkt die Hits. Die Hits. Von Dani Bash. Ja, Gang. Sehr schön. Kein Track. Aber ein T low. Schulze mit 1 HP. Wie schon fast Action. Jetzt steht ein CD genau vor ihm. So, Herz rumgezogen. Spot ist aber schon frei. Dick ist ganz verdeckt, ja. Und das schon wieder gegessen. Scholax. Wurde auch schon angesagt. Doch safe gespielt von der AWP. Oh, diese Diegel, ey. Safe die Waffe. Oh, da kann man hoch, wusste ich gar nicht. Oh, doch, doch. Nette Ekelposi. Ja, alle Runden jetzt. Ich glaube nicht, dass es noch. Ich glaube auch nicht. Beides Match bei Attacks relativ knapp. Game führt da 13-7. Okay. Also zweite Map.
Ja, aber die erste Hätten wir hat auch gerade den. Edex geholt. Ja, haben sie ja auch schon knapp gewonnen. Oh, Banane ist schon ganz weit oben. Und Seele ist blind. Boah, stirbt. Und er wird direkt hinterher gegast. Felix ist blind noch. Oh, macht keinen Frag mehr. 4 HP noch. Jetzt stirbt er. B ist frei. Kann er locker absmoken. Bombe kann nachziehen. Muss ich auch tun. Kai sogar schon am Truck dort. Spiel die vielleicht noch Pass. Ach, viel eher drauf. Da ist es das Draw schon für Thermaltake Dragons. Eine Runde noch und sie sind in der APS, wären somit das erste Team neben MTW und Dot Pixels, die in der APS Winter gegeneinander spielen. Da schreibt es auch schon Sch Speedy oder Spidey. Gerade Klü sagt, Thanks Hex. Stirbt wieder. Felix aber noch da. Mit Flash ist ein und die Bombe ist dort, wenn er die holt. Vielleicht eine Chance. Oh, er war selbst anscheinend noch blind. B ist somit wieder frei. Und da würde ich mal sagen, brennt nichts mehr an. Hier eingenommen. Smoked. Ah, nicht mal. Sollten jetzt nur nicht dumm ab das abgeben. Kebo aber ganz Kann weit ich schon vorne. Schaffen. Oh, es kommt sogar mal ein Molly, der den Retake wirklich sehr lange verzögert. Da war es nur noch Dani Bash. Komm schon, die GGs. Wird auch gelobt, well played. Es ist vorbei. Gratulation ja, an trotzdem. Thermaltake. Keine Ahnung, nur wegen Protest durch Netgraf weitergekommen und jetzt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt. Keine Ahnung, wie die durchs Turnier gekommen sind. Haben gegen diese Wasp-1-6ler halt relativ hoch kassiert und dann Protest gemacht, Okay. weitergekommen. Keine Ahnung, ob es jetzt so verdient war. Ja. Also so gegen die Leute, die letzte Season, 4 von denen letzte Season bei Wasp 1.6 gespielt haben.